Herzlich willkommen im Modul 1 des MOOCs Digital gestützt draußen lernen. Sie haben sich eingangs mit Kollegin Linda damit auseinandergesetzt, warum wir Naturbegegnungen überhaupt brauchen, was die Begegnung in der Natur ausmacht und was das alles mit dem Konzept der grünen Pädagogik zu tun hat. In diesem Modul möchte ich gerne aufzeigen, welche Rolle digitale Medien in diesem Kontext spielen können und wie sie Lernprozesse aktivieren. Vielleicht denken Sie sich in diesem Moment, wenn Naturvermittlung die Begegnung mit der Natur braucht, wo bitte spielen dann digitale Medien eine Rolle? Und überhaupt, die Bildschirmzeit der Jugendlichen ist grundsätzlich zu hoch. Warum dann auch noch beim Draußenlernen das Smartphone oder Tablet zücken? Ich würde sagen, ein wunderbarer Widerspruch, um im Sinne der grünen Pädagogik neues Wissen generieren zu können. Dann wollen wir damit starten. Wie gelingt mir draußen lernen digital gestützt und wo gibt es Chancen, wo Grenzen? Durch Online-Boards Interesse wecken und Lernende aktivieren. Sie haben in Video 1 gehört. Lernen ist ein aktiver Prozess des Aneignens, individuell verschieden und erfolgt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und Sie haben vielleicht in Ihrer Tätigkeit schon erlebt, dass Jugendliche beim Draußenlernen von vornherein nicht nur begeistert sind. Digitale Medien bieten uns gerade beim Thema Aktivieren eine große Palette an Möglichkeiten und eine Unterstützung, Lernende sozusagen ins Boot zu holen, sie für das Thema Natur zu begeistern. Sie ermöglichen eine individuelle Auseinandersetzung, ein gemeinsames forschendes Lernen und Entdecken zu starten. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich ein weiteres Mal, und wie soll mir das gelingen? Deswegen möchte ich Ihnen nachfolgend drei Möglichkeiten aufzeigen, wo digitale Medien die aktive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema unterstützen können, indem man Lernende aktiviert und sie in den Lernprozess hereinholt. Denn wenn Ihnen das gelingt, bietet die Natur viele weitere Anlässe, motiviert und interessiert zu lernen und zu forschen und somit der Natur ein Stück weit näher zu kommen. Lernendenvorstellungen in den Lernprozess holen und digital festhalten. Beginnen wir bei digital gestützt aktivieren. Begeisterung für ein Thema kann zum Beispiel durch spannende Fragestellungen, die an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen, entstehen. Sie sollten sich daher fragen, wie kann ich Lernendenvorstellungen zu bestimmten Themen sichtbar machen und in den Lernprozess integrieren? Klar, ich frage meine Lernenden, wenn ich mit ihnen in den Wald gehe. Um die Lernendenvorstellungen aber zum einen anonym und zum anderen nachhaltig festzuhalten, eignen sich sogenannte Audience-Response-Systeme. Lassen Sie zum Beispiel Lernende gemeinsam eine Wortwolke erstellen. Welche Pilze kennen Sie? Was assoziieren Sie mit Pilzen? Starten Sie mit einem digitalen Quiz und holen dadurch einen Game-Based Learning-Ansatz herein. Die spielerische Auseinandersetzung führt zu einer erhöhten Motivation, einer größeren Subjektzentrierung und fordert eine aktive Rolle der Lernenden. Darüber hinaus kann die spielerische Auseinandersetzung eigenverantwortliches Lernen unterstützen und das Verständnis für komplexe Zusammenhänge fördern. Allesamt Fähigkeiten, die draußen Lernen unterstützen können. Auch Schätzfragen haben in diesem Zusammenhang einen besonderen Wert. Lassen Sie Lernende schätzen, wie viele Pilzarten es im mitteleuropäischen Raum gibt. Oder überlegen Sie kurz, welche Schätzfragen fallen Ihnen dazu ein?
Sie haben durch diese Aktivierung die Möglichkeit, direkt an den Erfahrungen und Erlebnissen Ihrer Lernenden anzuknüpfen. Sie schaffen dadurch etwas Wichtiges, um beim Beispiel Frosch zu bleiben. Lernende sehen vielleicht nun anstatt eines hässlichen Frosches die goldenen Augen. Ein individueller Lernprozess ist gestartet. Diese Assoziationen, digital festgehalten, können zudem im Lernprozess später beim Teilen eine wichtige Rolle spielen. Kreieren Sie Ihre erste eigene digitale Wortwolke für Ihre Zielgruppe. Sie finden im Kurs einen Screencast mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung. Widersprüche als Lernanlass. Widersprüche digital aufzeigen. Wir kommen zu Beispiel 2. Lernen am Widerspruch. Das didaktische Modell der grünen Pädagogik soll helfen, Widersprüche zuzulassen und diese als Lernanlass zu nehmen. Vielfältige Sichtweisen und die stete Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen führen zu einer elaborierten Meinungsbildung. Und ich bin davon überzeugt, kreative, digitale Methoden ermöglichen uns, unterschiedliche Meinungen aufzuzeigen, um möglichst viele Lernwege zu öffnen und am Ende neue Lösungen konstruieren zu können. Eine einfache digital gestützte Umsetzung wäre hier die Erstellung von digitalen Tafeln, sogenannten kollaborativen Boards. Als Beispiele seien hier genannt Padlet, Miro oder auch Taskcards. Diese Art des gemeinsamen Lernens nennt sich kollaboratives Lernen. Es ist aus lernpsychologischer Sicht deshalb wertvoll, da es die Interaktion zwischen den Lernenden fördert und eine intensive, reflexive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand begünstigt. Auch die soziale Komponente ist von Bedeutung. Miteinander kooperieren und eine Zusammenarbeit koordinieren, fördert die sozialen Kompetenzen der Beteiligten. Um beim praktischen Beispiel zu bleiben, bitten Sie Ihre Lernenden, zu einem bestimmten Themenfeld Artikel, Meinungen oder Fotos zu sammeln und diese auf einer Online-Tafel darzustellen. Eine wertvolle erste Aktivierung kann hier eine Sammlung von Sichtweisen, Beobachtungen und Meinungen sein, auf die im Lernprozess aufgebaut wird und die als Lernanlass dient. Es kann durchaus spannend sein, hier unterschiedliche Rollen zu vergeben, die die Lernenden übernehmen sollen. Aber wenn Sie mit Widersprüchen arbeiten, der Widerspruch alleine führt nicht automatisch zu einer Auflösung der Problemstellung. Die Ergebnisse müssen in geeignete Settings eingebaut werden, damit die multiperspektivische Sichtweise ermöglicht wird und die Widersprüche aufgelöst werden können. Hier startet der kollaborative Lernprozess. Wir haben für Sie ein Padlet und ein Miro-Board vorbereitet und bitten Sie, Ihre Erfahrungen, Fragestellungen und Lernfortschritte zu teilen und die Ihrer Kolleginnen zu lesen und zu kommentieren. Eine kleine Einführung zu beiden Tools finden Sie ebenfalls im Screencast. Durch Aktivierung forschendes Lernen initiieren. Ein drittes Beispiel für eine Aktivierung, die draußen Lernen digital unterstützt, ist der Ansatz des forschenden Lernens, den Sie später auch noch näher kennenlernen werden. Die Think-Pair-Share-Methode ermöglicht es beispielsweise, selber zu denken, gemeinsam zu denken und das Gelernte am Ende auch mitzuteilen. Wie kann Ihnen diese erste Phase des Selberdenkens digital gestützt gelingen? Irritieren Sie Ihre Lernenden vielleicht mit einem Video, das Sie als QR-Code in Ihr draußen Lernen-Setting einbauen. QR-Codes als einfachste Verbindung der analogen mit der digitalen Welt haben hier nach wie vor eine Bedeutung und ermöglichen eine aktive Auseinandersetzung mit einem Thema. Diese und ähnliche Irritationen können das reflexive Lernen Ihrer Lernenden fördern
und einen neuen Blick auf ein bestimmtes Thema werfen. Ein Tipp: Versuchen Sie, sich für eine erste digital gestützte Aktivierung an einem der im Kurs verlinkten QR-Code-Generatoren. Digitale Tools verfolgen nie einen Selbstzweck, sondern sind als eine Unterstützung, ein Werkzeug für eine ausgewählte Methode zu sehen. Daher möchte ich Ihnen zum Abschluss gerne folgende Impulse mitgeben. Überlegen Sie vor dem Einsatz eines digitalen Tools oder einer digitalen Anwendung in dieser Reihenfolge. Was ist das Ziel dieses Vorhabens? Welche Methode eignet sich dafür? Und welches Tool kann hier unterstützen? Und ist die digitale Unterstützung manchmal vielleicht auch hinderlich? Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Umsetzung Ihrer digital gestützten Aktivierung in Ihrem Lernsetting.